Wo war denn die Landfill-Anlage? Da hinten. Gib mir mal alles, was du hast an Bigger Landfill. So. Dann gucken wir, wo unsere Stromanlagen sind, die Wasser brauchen. Hier, hier. Da oben gar nichts mehr, ne? Hier oben braucht nichts. Wasser sind hier irgendwo noch Pumpen. Okay, lass mich hier durch. Hier sind keine Pumpen. Hier ist alles okay. Gut, das heißt, ich könnte ab hier... Also machen wir das hier auf eine Einheitshöhe, weil ich mag Einheitswert. Was? Okay, neue Einheit. Warum geht das nicht? Okay, ich brauche kleinen Landfill. Brauche kleinen Landfill. So. Neue Einheitshöhe. Bigger Landfill. Zumachen. So. Dann stecke ich mir jetzt hier ein Gebiet ab. Von da nach da rüber. Hier geht's runter. Und das wird erstmal aufgefüllt. Mit Water Begone. Klick. Gut. Das Deck ist nicht mal angekratzt. Also da ist noch einer. Ja gut. Hat wohl nicht gereicht. Okay. Oh, ein weiter. Ein weiter. Ja. Lalala. Bisschen übertrieben, oder? Denk an die Galaxieherrschaft. Denk an die Galaxieherrschaft. Okay. Ich sehe das unten nicht mehr. Ah, das unten war ein bisschen weiter da. Na gut, das könnte erstmal schon mal ein bisschen teuer werden. Kriegen wir das hin? Sollte vorher abspeichern, oder? Es crasht doch bestimmt. 2-1 Risiko. Wuff. Ich glaube, wir haben Platz. Was macht der Gero also, wenn er nicht genug Stahl hat und warten muss? Er verunstaltet einen Planeten bis aufs Tiefste. Oh, das ging aber ganz schön knapp auf. Sei es drum. Weiter Umwelt umformen nach eigenem Ermessen. Weil wir es immer besser wissen als die Natur. So. Achso, und für alle, die das nicht so ganz mitbekommen haben. Wenn ich solche Sachen sage... Oh Mist. Okay, neue Einheitsgröße ist höher. Wenn ich solche Sachen sage, auch mit Umwelt vernichten und so weiter, ist absolut nicht meine Meinung. Ich bin doch recht ziemlich links angehaucht und absolut gegen Kapitalismus, aufs tiefst schwärzte gegen den Kapitalismus und gegen Raubbau und alles andere auch. Ich spiele hier nur das genaue Gegenteil, weil in dem Spiel kann man zwar auch ein bisschen auf Öko gehen, aber selbst die Sachen herzustellen in Real Life ist nicht besonders umweltfreundlich. Aber sei es drum. Ne? Also ich spiele das nur und es macht auch Spaß, so eine Rolle mal zu spielen, aber ich unterstütze das in keiner Form. Wollte ich nur nochmal anmerken. So, ich brauche mehr Landfill, um den Planeten zu zerstören. Oh, oh, lass mich. Ich werde von einem Fließband und zwei Rohren verarscht. Gib mir... Lass mich durch. Ist das überhaupt was Ernstzunehmendes da unten? Nö. So, ich will mehr... Habe ich das nicht hier drin? Nee. Gib mir... Bigger Landfill. Viel. Gut. Oh, hallo. Gut. Dann schmeiße ich kurz die Klöter-Dinger da weg. Wie war das? Steuerung, ne? Steuerung. So, die Klöter-Dinger weg. Und jetzt habe ich auch meine Foundry, um das Dunsten zu machen. Das war ja der eigentliche Plan, bevor ich irgendwie durch diese komische Insel da oben abgelenkt wurde. Und das sieht tierisch irritierend aus. Also es ist schön rechteckig und ich mag rechteckig. Aber ja. Gut, du machst bitte Tungsten. Was? Wir brauchen gar kein... Was? Stopp. Ich wollte die Power-Rüstung MK2 bauen. Dafür brauchen wir... Ach genau, Gunmetal Alloy. Kein Tungsten. Oh Gott, wir brauchen für Gunmetal Alloy kein 3600er, oder? Ja, schön. Wir haben jetzt Tungsten. Wir brauchen gerade kein Tungsten.
Wir brauchen Gunmetal-Alloy. Dafür brauchen wir keine 3600 Grad. Nein, dafür brauchen wir 1600 Grad. Gut. Aber wir haben es schon mal. Später irgendwann mal. Ich hatte da, glaube ich, sogar schon was vorbereitet. Bei der Bronze-Geschichte, ja, da oben. Es fehlte nur irgendwas. Gott. Also ja, ich bin sehr chaotisch. Das Schöne aber ist, egal wie chaotisch und ungeplant und alles ich bin, es klappt trotzdem immer alles. Weil ich habe die Anlage zwar falsch gebaut, weil ich sie gar nicht brauchte, aber ich werde sie später brauchen. Also es ist vollkommen egal. Das ist eine interessante Art zu leben, ich weiß. Aber es hat bisher immer geklappt. Ford, du stellst Bronze her. Brauchst du Bronze? Bronze brauchen wir aber gar nicht mehr. Das heißt, hier kommt jetzt nichts mehr rein. Du stellst was her? Du stellst Tin her. Du machst Bronze. Dich kappen wir mal. Weil wir brauchen Tin. Wir brauchen Copper und Zink. Copper hier hoch zu bekommen, sollte nicht so schwer sein. Du bist Copper, richtig? Oh, wir haben kein sauberes Copper fast mehr. Ja, wir müssen also hier hinten irgendwo das Copper abzweigen. Machen wir mal so. Dann hätte ich gern tolles Rohr. Ah, toll genug. So, tolles Rohr dahin. Du dahin. Tu runter. Dass ich das nicht brauche, das ist... egal. Also, da ist Kupfer drin. Hier kommt Tin raus. So, damit sich das hier nicht irgendwie überkreuzt. So, Kupfer, Tin, was war das dritte? Zink. Dafür werden wir jetzt einen eigenen Foundry brauchen. Schon wieder. Bau bitte noch... Ah, Blast Furnace, nicht Foundry. Bau bitte noch ein Blast Furnace. Und ich hätte gerne Licht hier, es ist viel zu dunkel. So, so. Das ist alles noch Uralttechnik mit alten Poles und... Guckt euch die Rohre an! Das sind dermaßen viele Rohre. Und es macht sogar alles noch einigermaßen Sinn. Das ist das Krasse daran. Es funktioniert, es arbeitet. Es macht Dinge. Ich weiß nur nicht mehr, welche davon überhaupt noch gebraucht werden und welche nicht. Aber sie könnten arbeiten, wenn sie wollen würden. Warum arbeitet ihr nicht? Ah, nicht genug Eisen. Ah, nicht genug flüssiges Eisen. Das ist der Unterschied. Wenn wir nur noch eine Anlage hier haben. Und da kommt der Sludge-Abtransport nicht hinterher, weil der Stein-Abtransport nicht hinterherkommt. Weil das Fließband zu langsam ist. Warte. Ist auch schon eine Weile her, aber ich hätte gerne einen Splitter. Splitter, ja. Den hätte ich gerne irgendwo hier. Ich weiß gerade gar nicht, warum ich den gebaut habe. Achso, doch, warte mal. So, ich habe wieder irgendwem irgendwas geklaut. So, damit die hier auch mitarbeiten kann. Das sieht doch schon mal wesentlich flüssiger aus. Wie schaut es mit dem Sludge aus? 9,3. Immer noch 9,3. Ah, 9,2. Okay, das reicht mir schon. Oh, und du kannst weg. Der, ich brauche nicht mehr. So, das heißt, das Ding sollte jetzt ein bisschen flüssiger... Bisschen flüssiger eigentlich arbeiten. Die Rohre sind alle super. Vierpumpe. Komm, mach aber eine Reihe von Viererpumpen. So, so. Bist du jetzt instant leer? Ja, es ist schön, wenn man Technik übertrieben einsetzen kann.
Gut, also flüssiges Eisen dürfte jetzt kein Problem mehr sein, dadurch haben wir mehr lila Chips. Die ganzen Dinger werden nicht mehr benötigt vorerst. So, weil die werden auf den Boden gelegt, dann werden sie markiert und holt ein Roboter sie ab. Das ist auch ein wenig sinnfrei. Also, ich habe ein bisschen Unsinn gemacht, diese Folge. Das hier unter anderem. Oh, Dämpfe ist ja fertig. Aber wir können gleich hier richtig viele Solarpanels setzen. Wir müssten nur vorher das Muster weiterbauen. Müssen wir gar nicht. Ich hätte gerne... Was? Ach, das geht nicht wegen dem Eisenzahnradding da. Ja, gut. Ich hätte gerne... Warum kann ich dich hier nicht bauen? Mach hier keine Roboport-Abdeckung. Ist Roboport da? Lalalalalalalala. So. Kein Strom. Ja gut, dann muss ich erstmal ganz kurz das so machen. So, um das aufzubauen. Und sobald es aufgebaut ist, sind ja die Substations da. Und dann geht das... Was ist da am Weg? Achso, Licht. So. Das sind auch alles Primary Solar Panels. Jo. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal das Ganze bitte. Mehr wird nicht gehen, weil wir die Kisten halt beschränkt haben mit den Solar Panels. Aber sobald das Ding einmal gesetzt wurde, sollten die alle wieder anfangen zu arbeiten. Bam, 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 bam. Sehr schön. Sollten die Fabriken unten jetzt anfangen zu arbeiten, neue Solarpanels herstellen, dann können wir das immer wieder so anschmeißen. Das heißt, das kann jetzt weg. Das Ding ist eine ganze Weile überlastet. Das ging irre schnell. Schön, schön. Jo, so lässt sich leben. Das Ding steigt jetzt auch. Okay. Sieht ein bisschen komisch aus, ja. Und ich bin glatt versucht, also wenn wir das jetzt alles vollbauen mit Solarpanels und Akkus und was weiß ich, bin ich glatt versucht, eine Brücke rüber zu machen auf die andere Seite und da eine Mauer hinzustellen, weil es ist sonst halt ein bisschen zu einfach an Platz ranzukommen, weil hier können die beide gar nicht hin. Müssten erstmal da durch die Mauern durch. Da muss ich mir überlegen, wie schnell ich da hinkomme und dann erst die Mauer bauen und so. Die hier würde ich eigentlich ganz gerne abreißen. Aber erst, wenn das da oben zugebaut ist. Wie schaut's bei euch aus? Hier arbeitet immer noch nicht alles, weil der Blueprint nicht fertig gebaut wurde. Setz bitte den Blueprint noch einmal. Und fliegt die Sachen an.